Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge auf Pelzig. So, wir machen doch jetzt mal schnell weiter und spucken mal auf die Kerz. Hey, was ist denn hier auf mit ihrer Rottklarei? Okay, Gleek probieren wir mal aus, keine Ahnung, was es heißt, aber wir müssen irgendwie die Kerze treffen. Nee, dann spuck doch mal aufs Schild. Hey! Aufpassen ja mit eurer Rotzerei, das ist so eklig. Okay, tja. Und hier? Auf die Pfanne? Aufs Schild? Und auf Wally, scheiße. Okay. Gosch ist wieder trocken. Na dann, probieren wir es noch einmal. Also irgendwie war es das, glaube ich, mit dem Pfanne auf Schild und Schild auf Kerze. So, Gleek geht nicht. Lutsch, probieren wir mal aus. Nein! Noch einmal. Lugi! Und zwar ein bisschen weiter unten. Schild. Nein, wieder auf Wally! Okay. Squared. Ich weiß es nicht mehr, wie es genau war. Verdammt! Ich glaube, jetzt ist die Gosch wieder trocken. Nee, noch nicht. Gob. Ja? Nein! Okay. Wir probieren es mit Emmet. Direkt die Kerz treffen wir nicht. Okay. Gut, die Gosch ist wieder trocken. Dann noch einmal. Wie war denn das? Ich glaube, ich muss die Pfanne treffen, das Schild und dann die Kerz. Ich bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. Auf die Pfanne einfach nur Spucke vielleicht. Und zwar relativ weit ohne, sodass es Wally halt nicht direkt trifft. Wie war dann das? Auf das Schild? Ja, so? So? Jawoll! Na, Allah, mir Hens. Ich wusste nicht, was mit dem Schild war's. Un. Dusch da. Arr, was ist denn hier passiert? Gib mir da doch keine Lago, mach die Kerze! Geilbosch ist ein Kummer! Finden! Ha! Ich wette, dass LeChuck ziemlich arg gepisst ist. Jep! Hey Wally? Ja? Wo sind wir denn eigentlich? Guti Fruch! Tja, Zeug ist um uns rum und Kischte sind um uns rum. Können wir die. Ich kann nicht sagen, was das Fahrzeug ist. Na gut. Wir haben ja glücklicherweise auch so eine Art Lichtquelle. Ach du heiliger Stinktierschweiß. Au! Oh oh. Nicht so gut. Und das war's mit dem Kapitel, ihr liebe Leute. Es geht weiter mit Part 4, Dinky Island. Errungenschaft freigeschaltet, LeChucks Festung abgeschlossen. Ba, 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 bam. Jo. Stunden später. Ach Gott, und noch voll gegen die Stäbe geknallt. Nee, nee, so stimmt es nicht. Nein, nein, so stimmt es nicht. Oh je, Papagei, was ist denn mit dir los? Gut, wir gehen aber das Ganze durch und gucken, wo wir den Schatz vergraben haben. Okay. Der scheint wohl irgendwas noch zu plappern, was diverse Leute mal so verzählt haben. Die Flasche soll Stoff nehmen. So. Gut, die gucken wir uns mal an. Ach, okay. Mein Enkelin soll ein richtiger Mann heiraten. Jetzt ist Captain Ali bei mir der Schatz versteckt. Gut, ich lese jetzt nicht alles, aber was der da sagt. Was hat er gesagt? Okay, sie ist leer und du hast einen Verschluss drauf. Machen wir mal auf. Also kein Schraubverschluss. Okay, dann machen wir halt die puerto-ricanische Kreditkarte draus. Zack. Ja, jetzt haben wir unsere puerto-ricanische Kreditkarte gebastelt. Ja, du, damit soll ich lieber vorsichtig sein, Glas und so, ne? Da ist noch ein Martini-Glas. Schnappen wir uns. Jupp.
da bin ich mir sogar relativ sicher, was wir da alles machen müssen. Das müssen wir noch mit dem Ozean verwenden, damit wir Salzwasserglas in Glass of Water. Dann ist da noch ein Brecheiser, das können wir noch mitnehmen. Und da drüben ist einer, den kennen wir doch. Herman Toothrot. Aber wir gucken uns erst nochmal hier das Zeug an. Kiste. Ja, die sehen ein bisschen alt aus. Können wir aufmachen, oder? Ah nee, das kann er nicht mitschleppen, aber ich will es aufmachen. Ah, da sind jede Menge Cracker drin. Oder Endcracker, nur wenigstens. Na gut, immer hier. Besser als nackig in die Hose gegriffen und besser als in die Hose geschissen. Du steht Anchovies drauf auf deiner Kiste. Hey, Herman, altes Scheißhaus. Gucken wir uns mal an. Er meditiert. Ja, es wurde ja diverse Bezeichnungen für die Insel gegeben. Dinky Island, Inky Island, Blinky Island und so weiter und so fort. Und Anna, ich weiß aber nicht mehr wer, hat uns ja auch erzählt, da wäre angeblich auch so ein Eremit, der merkwürdige philosophische Frage gestellt hat. Also Herman scheint jetzt unter die meditative Gurus gegangen zu sein. Die Destilleriemaschine, gucken wir uns auch mal an. Ah, das ist eine Brennerei. Okay, so rum. Dann benutzen wir nochmal das Salzwasser mit dem Zeug. Ich glaube, das meiste Salz ist jetzt draußen. Okay, destilliertes Wasser haben wir jetzt. Na gut, so können wir wenigstens überleben. So kann er auch wenigstens überleben. Aber dann sprechen wir doch mal mit dir, alter Halunke. Herman Toothrot, was machst dann du hier? Ah, hi. Ich hab auf dich gewartet. Ach, der Alte wieder. Ich mag das denn zu sprechen. Aber er hat jetzt keine gelbe Schrift mehr, sondern eher so eine braune Schrift. Was hast du denn damit gemeint, dass du auf mich wartest? Was machst denn du eigentlich hier? Ich suche noch einen Schatz. Hast du ihn vielleicht gesehen? Oder irgendeiner überhaupt gesehen? Ich glaube, ich habe andere Sache, bessere Sache zu tun, als mit dir zu retten. Die Frage ist halt nur, ne? Er hat uns ja eigentlich mit dem Schiff von Monkey Island im letzten Teil noch Melee Island gebracht. Ist er vielleicht wieder jetzt hier gelandet? Was steckt denn da dahinter? Ja, auf jeden Fall. Was meinst du mit, du hast auf mich gewartet? Ja, ich habe auf jeden Fall auf den Moment gewartet, weil es hat alles drauf hingedeutet, dass du herkommst. sagst du immer so Sache? Du Mensch, dein ganzes Leben hat sich jetzt einfach nur auf das Treffer heute konzentriert und zugespitzt? Und was passiert jetzt, wo ich hier bin? Du machst mich närrig, ich gehe. Ja, machen wir mal das. Dein ganzes Leben hat sich nur auf das Treffer hier gedreht. Deins genauso. Aber ich sehe schon, der Moment ist gerade vorbei. Jetzt ist unser Treffen nichts anderes nur als irgendeine Stippvisite bis zum nächsten Mal. Was irgendwo was passiert, keine Ahnung, ich hab's ja richtig lesen können. Ich suche nur um Schatz, hast du irgendeiner gesehen? Es gibt viele Schätze hier, gefunden und nicht gefunden. Der Schönheit vom Ozean zum Beispiel. Hier irgendwas mit dem Papagei erzählt er uns noch. Der Schatz der Zukunft, die für die wartet, irgendwas mit Eier und Plattitüde. Ach du liebe Zeit, ich habe eigentlich eher was Geldmäßiges gemeint, aber eigentlich suche ich noch Big Whoop, so nebenbei bemerkt, ne? Big Whoop? Ich glaube, damit bin ich nicht so vertraut. Was machst denn du eigentlich hier? Ich lehre hier Philosophie. Direkt hier am Strand? Und was für eine Art von Philosophie lehrst du? Wie viele Studenten hast du eigentlich? Das ist ja nett, aber ich glaube, ich habe fast Besseres zu tun und bin weg. Direkt hier am Strand? Das ist bestimmt besser als so eine tibetanische Bergspitze. Okay, was für eine Art von Philosophie lehrst du? Die Neo-Existenzielle, keine Ahnung was, und irgendwas mit Wut über Cocktailpartys. Ach du liebe Zeit, wie viele Studenten hast du denn jetzt außer dem Papagei? Naja, derzeit keiner. Ja. Auf einen Guru wie mich würde ich keiner sowieso hören, und ja. Könntest du mir ein bisschen Philosophie beibringen? Alter, ich hasse es, wenn ich sowas nicht direkt übersetzen kann. Ja, hier ist ein Zen-Korn für dich. Was? Philosophisches Puzzle.
Wenn ein Baum irgendwo im Wald gefällt wird und niemand ist dabei, um es zu hören, was war Farbe an der Baum? Ja, ich hasse das, wie gesagt, wenn ich nicht direkt hinterherkomme mit dem Übersetzer und ich teilweise Sachen nicht verstehe und das versuche in Einklang zu bringen, also es tut mir leid, ihr liebe Leid. Braun? Na? Waldgrün? Na? Lavendel? Nüpp. Magenta? Nüpp. Blau? Nö. Rot? Nicht mal nah dran. Aquamarin? Nö. Gebrannte Sienna? Nüpp. Torpe, keine Ahnung, was das ist. Nö. Nüpp. Sepia? Nicht wirklich. Keine Ahnung, was Pius ist. Seltenes Amber? Nöp. Orchidee? Nä. Ach du liebe Zeit, jetzt wird's ja richtig eklig. Maulbeerfarben? Nö. Periwinkel, was ist das? Ach du liebe Zeit, nöp. Pfirsichfarben? Nö. Aubergine? Nö. Okay, ich geb auf. Denk mal drüber nach und komm zurück, wenn die Antwort kennst. Okay, danke fürs Gespräch. So, wir gucken uns noch ein bisschen um. Da ist noch ein Schild. Willkommen auf Dinky Island. Die Heimat des Schatzes von Big Whoop. Ja, und er hat keine Ahnung, was mit Big Whoop auf sich hat. Ach, dieser Kerl, der macht mich verrückt. Okay. Hier ist auch nichts, wo wir hier können. Dann gehen wir mal in den Dschungel, oder? So, gehen wir hier in noch mehr Dschungel. Und in Meerdschungel. Gehe zu Meerdschungel. Ahne hopp. Tja, da ist noch ein Sack. Gucken wir uns mal an. Tja, da sind irgendwelche Lumpe dran. Okay, dann haben wir doch unsere puerto-ricanische Kreditkarte, womit wir es aufmachen können. Und was ist drin? Irgendeine Box. Ah, Motto. Gucken wir uns mal an die Box. Das ist Instant Cracker Mix. Nur Wasser hinzufüge. Haben wir zufällig? So, jetzt haben wir wieder ein paar Cracker. Und hier? Das ist leer. Okay. Na gut. Dann haben wir drei Cracker. Und ich denke doch, das gehört zum Papagei. Von wegen Polly will einen Keks. Na gut. Wobei, warte mal. Halte mal den Gaul an. So, gehen wir doch einfach mal ein bisschen in den Dschungel nochmal rein. Hier haben wir noch ein Seil und eine Box. Gucken wir uns mal an. Ja, die Box ist mit dem Seil zugeschnürt. Können wir das Seil einfach nehmen? Ja, geht einfach. Das sieht stark aus, das Seil. Okay, können wir die Box einfach so aufmachen? Die ist zugenagelt. Ah, glücklicherweise haben wir ja Brecheiser. Hey, du hast Dynamit drin. Wie ach außer drauf steht. Okay, dann nennen wir doch mal Dynamite. Und ja, jetzt ist er leer. Okay. Na dann latschen wir einfach mal so ein bisschen durch den Dschungel noch. Ich möchte nämlich ein spezielles Gebiet noch erreichen hier. Dino. Also der Weg wird uns definitiv noch gewiesen, weil ich möchte auch noch zu einem bestimmten Gebiet. Deswegen irre ich jetzt noch so ein bisschen hier durch die Gegend rum. Genau, da möchte ich nämlich hin, zur Callbox hier direkt am Baum. Gucken wir uns mal an. Das Telefon. Nett. Okay, dann benutzen wir es doch mal. 1-900-740 Jedi. Errungenschaft freigeschaltet. Du solltest den Notruf anwesen. Immer dran erinnern, Kinder. Und wenn ihr unter 18 sind, dann fragt eure Eltern um Erlaubnis. Lucasfilm. Chester am Apparat. Ich habe mich auf Dinky Island im Dschungel verlaufen, in Monkey Island 2. Es gibt nur zwei Wege, die es gibt. Finden Sie selber raus, die Dummkopf. Okay, puf. Wann ist SWOTL, wann wird das versendet? Ja, das ist zurzeit noch nicht draußen. Sind Sie mit der Grafik unzufrieden?
Und wer hat sich eigentlich den Scheißdreck mit dem Stumpe hier ausgedacht, den dappischen Witz? Ich hab's satt, die ganze Zeit noch was über den dappischen Stumpe zu hören. Wissen Sie, wie viele Leute mich am Tag deswegen anrufen? Und fragen Sie mich bloß nicht mehr da. Wo kommen eigentlich die Babys her? Was sind denn Sie eigentlich, ein Perverse? Was stimmt denn mit Ihnen nicht? Was ist dann das Geheimnis von Monkey Island? Ich hab's satt, die dappische Frohre zu hören. Ist Überraschung, okay? Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich ausgegeben, während ich mit Ihnen rede? 75 Cent die Minute. Und irgendwas mit dem Computer, was ich halt nämlich schnell genug mitgekriegt habe. Scheiße, Mann. Warum kosten Adventure-Spiele eigentlich so viel? Hey, ich arbeite doch nur hier. Okay, danke, Sie waren sehr hilfreich. Wiedersehen. Ja, sicher. Ich finde das halt einfach ein geiles Gimmick. Das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Und gut, dass wir jetzt nochmal hier rausgeworfen sind, weil wir müssen nochmal Polly die Kekse geben. So, gib den Keks an den Papagei. Bitteschön. Und nach Osten bis zum Dinosaurier. Okay, nach Osten bis zum Dinosaurier. Hier ist noch einer für dich. Na, noch Norden vom Dinosaurier bis zum Stellhaufen. Und nochmal einer für dich. So. Und dann noch Osten bis zum X. Okay, Osten, Norden, Osten. Osten bis zum Dinosaurier. Dann noch Norden bis zum Stellhaufen und dann wieder noch Osten. So. Immer noch Oster, nicht noch Südoster, nicht noch Nordoster, immer nur noch Oster. So, immer schnell weiter. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, jetzt sind wir hier. Von du aus noch Norden bis zum Stellhaufen. Ja, passt soweit. Da ist noch ein Delfin, aber der wurde ja nicht angesprochen. Wer macht denn hier solche Figuren in der Wald? Macht das auch Hermann? Würde mich mal interessieren. Ja, genau, hier ist der Stellhaufe. Und von da aus noch Oster bis zum X. Genau. Perfekt. Ah, du hast den Schatz gemeint. Warum hast du denn das nicht gesagt? Du hättest ja die Abkürzung nicht mehr kennen, wächst. Abkürzung? Blöd, Mann. Okay. Aber ich würde mal sagen, ihr liebe Leute, darum kümmern wir uns dann jetzt noch ganz kurz. Wir gucken uns das mal an. Das große X. Das ist das zweitgrößte X, was ich jemals gesehen habe. Natürlich. Haben wir eigentlich irgendwas zum Schaufeln dabei? Nur so nebenbei? Ah ja, wir haben natürlich eine Schaufel. So. Da können wir jetzt anfangen zu graben. Das machen wir heute auf jeden Fall noch, weil ein paar Minuten haben wir ja noch. Ich bin auf Zement gestoßen. Ach du liebe Zeit. Na gut. Wenn das so ist, na dann. Dynamite. Ich glaube, das soll ich mal lieber anzünden, sonst bringt mir das überhaupt nichts. Na gut, dann halt so. Jetzt brennt's und hab's letzte Ding Streichholz verwendet. Wumms. Großer Scott. Das ist direkt von Dinky Island gekommen oder aus der Richtung von Dinky Island. Der Idiot muss an Schatz von meinem Großvater sich zu schaffen gemacht haben. Ich glaube, ich gehe mal lieber rüber. Okay. Und ich steht mal sorry, ihr liebe Leute. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge auf Pelzig. Ich glaube, das hält. Wenn wir jetzt hier Crowbar Rope, wo wir uns so einen Enterhake gemacht haben. Und dann landet man in der Ausgangssituation, womit Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition Uf Pelz sich eigentlich angefangen hat. An der Stelle speichern wir nochmal. Und ich die Sache, wir machen uns übermorgen Dotra wieder und setzen das Ganze fort. Und dann schauen wir doch mal, dass wir
Big Whoop geöffnet kriegen. Und ich bin halt ein mieser, gemeiner Kerl, der genau an so einer Stelle seinen Cut setzt. Also machen's gut und bis immer mal wieder, damit das Geheimnis von Big Whoop erfahren. Ian Yankee.